Hallo und willkommen zurück zu Droidstone und ja, wie schon zuletzt gesagt, werden wir jetzt nochmal diese beiden Szenario-Dinger machen, die noch auf 2 sind. Ich denke mal, das sollte jetzt ziemlich easy zu machen sein. Ich vermute, dass die jetzt nicht dabei sein wird. Naja, da ist sie zumindest noch. Bla 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 bla. Ja, konnten wir überspringen. Die auch, die haben wir jetzt zusätzlich auch noch, damit wird es ja noch simpler. Naja, also die haben jetzt 1 Rüstung und die können wir jetzt einfach direkt umpusten. Den können wir auch schon fast ignorieren. Also der läuft jetzt dahin. Kann der hier irgendwas heraufbeschwören? Nee. Genau dahin pusten. Er kann den aber auch ausswappen. Das schadet da ja auch nicht. Mhm. Da haben wir eine Bonusaktion, die bekommt der natürlich jetzt. Aber gut. Achso, ja, das hier wurde übrigens mit dem Patch geschwächt. Das war dann wohl doch zu stark. Ja, dann rushen wir da drauf. Machen wir den mal kaputt. Lassen wir die nochmal weiter ankommen. Machen wir hier auch den einen ordentlichen Schaden drauf. Die, dadurch, dass der 1 Schutz hat, machen die da jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ja doch, das geht schon. Achso, der wird weggepusht. Also wir müssten 4 Schaden machen. Die macht ja auch noch jetzt 1 Schaden mit dem Bogen. Ja. Wahnsinn. Und ich glaube, es gibt sogar ein Achievement, wenn man beide von denen umhaut. Das können wir dann auch direkt machen. Das kann der sich gleich abholen. Da kann er jetzt schon hinlaufen. Ja, warten wir hier aber erstmal ab. Hier, guck mal, nach beide Seiten laufen. Wir hatten 2 Kisten, die eine da, das andere war da oben. So, jetzt haben wir den und der kann einfach... Da macht er 3 Schaden auf beide. Mhm. Damit kann er 2 schießen. Aber laufen wir erst nochmal eine Ecke weiter. Der käme auch darüber. Mhm.
Spratz. So, der kann nichts machen. Der kann sich das holen. Das bringt natürlich jetzt da gar nichts. Ja, das bringt echt überhaupt nichts. An der. Das ist okay. Wobei der auch ziemlich gut ist mit 5. Nehmen wir den. So, der kann auch nichts machen. Das Eisding. Das ist, glaube ich, gar nicht so übel. Ach, weil der daneben steht, geht das natürlich nicht. Würden wir da aber Schaden machen. Und dann stirbt er halt nächste Runde, was auch okay ist. Aber die 3 Schaden sind schon sehr schön. Wobei, ne, mach mal beim nächsten Mal. Ja, dann kann die auch noch weiterlaufen. Dann mach mal wieder den Fokus an. Ja. Burn. So, der konnte einen verhältnismäßig gescheiten Angriff machen. Der kann nur dieses nur 1 Schaden machen. Ja. Er versucht jetzt so weit wie möglich zu kommen. Ja, wunderbar. Dann springen wir da auch vorbei. Jetzt kann der hier das machen. Ja. Dann kann der da drauf springen. So, den hier müssten wir jetzt ziehen. Das kann der machen. Ja. Da kommen die jetzt erst nächste Runde. Ja, das ist echt sehr gechillt hier.
Ja. Dann kümmern wir uns da direkt drum. Der kommt leider noch nicht dahin. Der kann da hinten auf die Platte laufen. Ach, die kann die Kiste öffnen. Wobei, wir haben den ja hier auch noch. Wir können mal hier das ausprobieren. Pull a target within two squares to an adjacent square once per turn. Und das ist auf jeden Fall zu sich hin. Oh, das hier geht auch. Okay, der explodiert in dem Fall. Mhm. Und damit könnten sie einfach irgendwo hinspringen. Ja, die kommen da sowieso noch nicht weiter. Der schießt jetzt das an. Die kann das aufmachen. Oh, schön. Mhm. Ja, dann machen wir noch ein letztes Feuerchen. Mhm. Gut. Ja. Hat leider nichts gedroppt. Der hat null Rüstung. Da können wir aber jetzt auch nicht viel tun. Der läuft dahin. Die beiden sind im Eimer. Dann könnten wir den noch mal eine Runde ziehen. Okay. Mhm. Dann gehen wir da mal auf Seite, damit die nicht von beiden angegriffen wird. Sehr gut. Die haben keine Rüstung. Die könnte das hier schon abholen. Der steht da hinter Verteidigung. Damit könnte die jetzt einfach auch nochmal springen. Hui.
nochmal eine Potion. Mhm. Flip. Nee, ja. Jetzt müssen wir nur noch dieses Ding ein paar Mal benutzen. I think that's all the research I can handle today. Thank you for the assistance. Nia. Mhm. Ja. Mission completed. Ja, wie gesagt, das war jetzt sehr, 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 sehr einfach. Und ich schätze mal, dass das andere auch nicht schwerer wird. Machen wir hier den Pierce rein. Mhm. Defeat the Dark Knight. Wolf. Der könnte eventuell sogar den hier, ne, kann er nicht. Der kann den auch nicht pullen. Der könnte eventuell drauf rushen. Der hat 0. Ja. Der würde den entsprechend wegdrücken. Der hat 5 Hitpoints dann noch. Bis da hinten. Das heißt, da können wir auch nochmal drauf schießen. Ah, okay, das sind dann... Moment, wieso hatte der noch 5? Das sind 4. Okay. Ja, mach mal den. Scroll. Das er macht wieder. Nein, er macht invisible. Ja. Zu dieser Kiste müssten wir noch. Dann laufen wir da aber ganz normal hin. Da liegen keine Toten rum, die kann ich mir aber gleich holen. Mhm. Die laufen unten rum.
Der hält 4 aus. Ich laufe erstmal dahin, zieh den dahin. Dann das Swappen. Kann der hier nicht um die Ecke? Aber da könnten wir. Mhm. Ja, machen wir das so. Jo. Das passt schon. Dann haben wir hier den Archer. Da könnten wir auch drauf rushen. Dann würden wir den aber nicht tot bekommen. Wenn der dahin. Jetzt kann ich es auch nicht mehr antun. Könnte theoretisch natürlich auch nochmal weiterlaufen. Den Archer würden wir tot bekommen. Da kann man diagonal vorbeilaufen, also gucken wir uns das hier auch gerade noch an. Nehmen wir den Shift. Kriegt der auch noch eins Schaden? Mhm. Jetzt mal wieder durch. Jo. Kann er nicht hin. Dann wäre es natürlich sinnvoll gewesen, mit der das zu machen, aber ist eigentlich auch egal. So. Dann machen wir mal die Kiste auf. Wir könnten auch den hier abbrutzeln. Kümmern wir uns danach um die Kiste. Lululu. So. Kann auch sein, dass der hier hingeht und die dann anfaucht und verlangsamt. Ja. Und jetzt stirbt. Wurf. Ank! Ach so, die Beacons müsste ich natürlich auch noch entzünden. Das habe ich irgendwie vergessen. Naja, macht aber nichts. Wir haben ja noch Zeit. Jetzt habe ich die natürlich dies
zu langsam, verdammt. Die nimmt einfach das Gold mit. Naja. Syringe. Ja, der müsste beim nächsten Mal entsprechend das... Wir können die auch... Wir haben hier alle Zeit der Welt im Grunde. Ja. Das reicht natürlich jetzt nicht ganz. Der würde den anderen mit anzünden. Unlit. Laufen wir da noch mal kurz rüber. Dann müssten die Typen da vorne ja kommen. Ja. Genau. Das eine müssen wir jetzt entsprechend noch auslassen, sonst hätten wir ja versehentlich schon gewonnen. Mhm. Her Majesty was right. The troublemakers are here. Surrender at once. Hm. Okay, dann hätten wir den hier für mehr Schaden. Mal gucken erstmal. Ich glaube, wenn der da jetzt erstmal drauf nuket, dann ist er ja schon noch wenig übrig. Eingefroren. Da kommt die noch nicht mal durch. Dann kann die sich auch zurückziehen. Jo. Thank you.
Der könnte den dagegen drücken, oder? Hm. Okay, da hätten wir nochmal einen Brutzler. Dann holen wir uns das Gold da noch. Flum flum. Und dann schließen wir das Ganze ab. Out of moves. Hüpf. Ja, wie gesagt. Trivial einfach. Und damit haben wir wieder ein bisschen Gold bekommen. Mhm. Ja, die hat natürlich nichts zu sagen da. Und damit hätten wir jetzt auch alles auf 3. Wir könnten natürlich jetzt mit dem Gold wieder irgendwas kaufen, wenn wir wollten. 400. Aber, nee. Gut, ja, dann ist das nächste Ziel klar. Dann geht's in die Ishargo Highlands. Und die werden wir uns dann beim nächsten Mal ansehen. Icy Death. Na gut, also bis denne.